Willkommen zurück bei der Entdeckertour von Assassin's Creed Origins. Wir werden jetzt mit Hasina spielen. Und zwar ist die Tochter von Bikes altem Freund. Da haben wir noch einen Schau. Oh, wir haben noch ein paar. Okay. Mal eben auf der Karte gucken, das haben wir. Hier haben wir nur eins. Okay, das hat wieder nur 4, das heißt, das ist kürzer, macht nichts. Ich muss nur mal gucken, wie ich hier rauskomme. Ich würde sagen, hier. Okay, ein Kamel. Hopp. Ich glaube, ich gehe hier oben rum. Ich glaube, es war eine blöde. Ja, nee, es. Hoi! Einfach mit dem Kamel da runterspringen, klar, warum nicht? Hopp. Warum auch nicht? Hopp. Hui! Hey, oi, das Kamel ist betrunken. Naja, lassen wir den Quatsch mal. Ist das richtig? Nee, da, Moment, nee, ist doch, stopp, das ist doch blöd. Ist ja hier auf der Seite. Hier durch, so. Da unten, Moment. So. Hopp. Hopp. Na gut. Dann gehen wir den Rest halt zu Fuß. Erfahre mehr über die Verwendung von Leder und Leinen im alten Ägypten. Jawohl. Willkommen bei Leder und Leinen im alten Ägypten. Boah, ist das hell. Meine Güte. Das Gerben, eine Technik aus prähistorischer Zeit, war in Ägypten eine bekannte, aber aufgrund der Hitze wenig geschätzte Tätigkeit. Leder verwendete man vorwiegend für Gegenstände wie Sandalen, Taschen, Messerscheiden, Köcher und ähnliches. Anders als gewöhnliches Leder erfreuten sich Leopardenhäute großer Popularität, vor allem bei Priestern. Ist das so? Buch der Toten, ah ja. Jupp. Platz da. Ui. Wegen der atmungsaktiven und kühlenden Eigenschaften bevorzugte man bei der Produktion von Bekleidungsstoffen Leinen. Es wurde aus Flachs hergestellt, der in Ägypten üppig wuchs. Die Fasern selbst wurden für gewöhnlich vor dem Weben gefärbt. Obwohl bei der Produktion von Textilien auch Färbung zum Einsatz kam, blieben die Bekleidungsstoffe der alten Ägypter vorwiegend weiß. Diese Farbe stand für die spirituelle Reinheit, ein Ziel, nach dem es sich jeden Tag zu streben lohnte. Tuch aus grob gewebten Leinen. Kann man auch wieder im New Yorker Museum sich anschauen. Schwupp. Platz da. Wir haben es eilig. Gern genutzt wurde die Pflanzenfarbe Weid, die man aus den Blättern der Isatis tinctoria gewann. Die Pflanze wurde zu diesem Zweck im Nildelta angebaut und ermöglichte die Erzeugung verschiedenster Farbtöne. Durch unterschiedliche Quellzeiten der Blätter erzielte man beispielsweise Rot- und Grüntöne. Die Zugabe von Kalksteinpulver resultierte in Blautönen.
Während der griechisch-römischen Periode wurde die Zutatenliste länger und die Farbpalette größer. Tuch mit blauen Streifen aus dem Neuen Reich. Als Inspiration für diese Gegend dienten dem Team die Färber- und Gerberviertel von Fes in Marokko. Sie gaben dem Team eine Ahnung, wie solche Orte im alten Ägypten ausgesehen haben könnten. Während sich diese Gerberei innerhalb der Stadt befindet, lagen sie damals meist außerhalb der Mauern. Das Handwerk galt den Griechen als abstoßend, da alle Prozesse der Verarbeitung üblen Gestank produzierten. Aha! Interessant. Tour abgeschlossen. So. Huch. Das war schon Alltag. Wartet mal. Hier fehlt noch eins. Wo ist das? Hippodrom von Alt. Habe ich das echt verpasst? Ah ne, das ist hier hinten. Ach so. Ah ja, okay, gut. Ich habe es nicht verpasst. Da müssen wir jetzt hin. Ich mache da jetzt einfach mal Schnellreise hin. Weil der Weg doch sehr, jetzt doch etwas weiter wäre. So. Mal gucken, was so über das Hippodrom sozusagen gibt. Erfahre mehr über die Wettkämpfe im im Hippodrom. Dauert eh nur 2 Minuten, also los geht's. Willkommen bei das Hippodrom von Alexandria. Danke. Das größte Hippodrom der Stadt war das Lageon, benannt nach Lagos, einem Vorfahren der Ptolemäer. Die Menschen von Alexandria liebten Pferderennen. Sie waren fasziniert von der Rivalität bei diesen Rennen, der Agone, wie sie damals hießen, die jeden dieser Wettkämpfe beherrschte. Es war ein Kampf um Ruhm. Lagion. Das ist schon beeindruckend, oder? Das wichtigste Wagenrennen war das Tetripon. Die Wagen waren mit 4 Pferden bespannt, das schnellste von ihnen rechts vorne. Das Rennen ging über 12 Runden. Am Ende des Hippodroms mussten scharfe Kehren bewältigt werden. Die Sieger wurden mit Kränzen aus Olivenzweigen gekrönt und erhielten Geldpreise. Die begehrteste Auszeichnung aber war es, Eingang in die Werke von Dichtern wie Kallimachos oder Pindar zu finden. Wir helfen mit Zirkusszenen. Eieiei. Naja. Schwupp. Jung. Leierbeherrschende Hymnen. Wen der Götter, wen der Heroen, wen der sterblichen Menschen besingt ihr? Heilig dem Zeus ist Pisa, und den olympischen Wettkampf hat von des Krieges Beute Herakles Macht begründet. Theron preiset, o Saiten, und sein siegerringendes Vierergespann. Ihn, den gerechten Gastfreund, Akragas Stütze, seiner hochverherrlichten Väterblume, ihn, den Städteerhalter. Reichtum und Ruhm bringend, die Verdienste der Heimat zu mehren. Der Gewinner eines Wagenrennen. Hey, Hippodrom abgeschlossen. Warte, jetzt auf einmal die Schale her. Naja, okay. Schon ein nettes Foto.
Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt hier. Ups, wir haben den Stuhl zerstört. Naja, Pech gehabt. Mal schauen, wo uns das hier jetzt hinführt. Auf die Weinfelder. Erfahre mehr über den Ursprung, die Produktion und Lagerung von Wein im alten Ägypten. Willkommen bei Wein im alten Ägypten. Als der Gott Horus im Krieg gegen Set sein Auge verlor, soll sich dieses in einen Rebstock verwandelt haben, dessen Tränen wiederum zu Wein wurden. Hieroglyphen für Wein finden sich schon in Texten aus dem Jahr 3150 vor unserer Zeit. Wein galt als extrem hochwertiges Produkt und war bei den Eliten begehrt. Auch bei vielen religiösen Zeremonien spielte Wein eine Rolle. Set und seine Gefährtin Nephthys. 13. Jahrhundert vor unserer Zeit. Naja. Weinanbau und Weinproduktion, beides Jahrtausende alte Kulturtechniken, wurden durch die typisch ägyptische Bürokratie streng reglementiert. Man führte gewissenhaft Buch über alle Winzer. Die mussten ihre Produkte klar kennzeichnen. Jeder Landbesitzer, der auch nur einen Funken Selbstachtung besaß, hatte einen Weinberg. Dies gilt vor allem für die Region Fayum und das Nildelta. Weinlesszene, nee, Weinleseszene vom Grabmal des Pharai. Ah ja. Dokumente beweisen, dass nur bestimmte Handwerker die Behältnisse für die Aufbewahrung und den Transport des Weins herstellen durften. Dies und die strengen Qualitätskontrollen für jede Phase der Weinproduktion belegen, dass den alten Ägyptern bewusst war, dass Qualität und Langlebigkeit des Weins von vielen Faktoren beeinflusst werden, die alle einer gewissenhaften Überwachung bedürften. Ein Gefäß aus dem Neuen Reich. Die Ägypter kannten verschiedene Sorten von Wein. Qualitativ rangierten diese zwischen gut und sehr gut. Es gab den süßen Schede, der mit Honig verfeinert wurde, den milderen Nedjem aus getrockneten Trauben und den Mar, der ausschließlich zeremoniellen Zwecken diente. Schließlich gab es noch den Paur, einen als mittelmäßig eingestuften Wein für den weniger anspruchsvollen Gaumen, den man aus der zweiten Pressung gewann. Okay. Wein und Papyrus für die Schatzkammer Kammer des Amun. Naja. Das hätten wir. Haben wir ein bisschen was über Wein gelernt? Hey. Wie durcheinander. Naja. Was denn Reisepass? Ach so. Hier haben wir alle. Jetzt sind wir gerade bei Altarkammer 2. Das ist also ein Reisepass. Ein Zeitst. Aha. Das ist ja cool. Warte mal, kann ich hier was? Heute. Okay. Na gut. Ich wollte eigentlich einen neuen Charakter. Dann nehmen wir erstmal so einen Schauspieler hier. Berühmter altägyptischer Schauspieler in Kostüm. Hey, sieht gut aus. Wollen wir noch die Karte? So, da ist. Moment, nicht, dass da oben irgendwas ist. Nein. Hier ist was. Na, okay, ist auch wieder. Das weitermachen wir es direkt so. Machen wir direkt die Schnellreise dahin.
Erfahre mehr über die landwirtschaftliche Technik im alten Ägypten. Willkommen bei Ackerbau im alten Ägypten. Die neuen Getreidesorten der ptolemäischen Ära benötigten große Mengen Wasser. Ein effektives, verlässliches Bewässerungssystem war daher unabdingbar. Das Anschwellen und Abebben der Nilwasser sorgten für eine natürliche Bewässerung der meisten Felder. Für abgelegene Flächen wie Gärten oder Gemüseäcker nutzte man ein Werkzeug namens Schaduf. Der Schaduf ermöglichte den einfachen Transport des Wassers. Er bestand aus einem hölzernen Rahmen mit einem schwenkbaren Arm, an dem ein Eimer hing. Der Arm konnte dank eines Gegengewichts mühelos angehoben werden. Bewässerung mit einem Schaduf, 19. Dynastie. Später erfand man ein Schöpfwerk namens Sakia. Die Sakia wurde von Zugtieren angetrieben, die Eimer wurden so durch das Wasser gezogen. So konnte Wasser bis 3,5 Meter hoch befördert werden. Das Gerät ermöglichte eine genaue Kontrolle des Bewässerungsprozesses. Mit dieser technischen Neuerung ließen sich deutlich höhere Erträge erzielen. Das ist ein interessantes Foto hier, finde ich. Ich bin keiner froh, dass man heutzutage sowas nicht mehr machen muss, ne? Durch das Dreschen trennte man das Getreide von den Spelzen. Die Arbeiter verteilten die Ähren auf einem sauberen Untergrund. Dann ließ man Ochsen, Kühe oder Esel immer wieder über das Getreide trampeln. Durch die ständige Bewegung wurden die Körner von den Spelzen befreit. Spreu und Stroh wurden entsorgt oder dem Lehm für die Ziegelherstellung hinzugefügt, um diesen fester zu machen. Aha. Ernte, Dreschen und Worfeln. Ist 2012 alt, und mit hölzernen Kellen wurde das Getreide schließlich gereinigt. Man warf die Ähren in die Luft, die Spelzen wurden vom Wind davongetragen, die schweren Samen setzten sich ab. Der Vorgang wurde so lange wiederholt, bis alle Spelzen entfernt waren. Die Getreideabfälle wurden mit Dung gemischt, um ziegelförmige Laibe herzustellen, die man als Brennmaterial nutzte. Dank der standardisierten Form konnten die Ägypter dieses Nebenprodukt massenhaft herstellen und als Handelsware nutzen. Sieht auch interessant aus. Ja, wo wurden die ersten Ziegelsteine gemacht, ne? Für den Transport großer Getreidemengen benötigte man Schiffe, die schwere Lasten transportieren konnten. Diese Güter wurden während der Flutsaison verschifft, wenn der Nil die nötige Tiefe hatte. Die Schiffe hielten an Kontrollpunkten, an denen man Zölle entrichtete, Reparaturen durchführte oder auf besseres Wetter warten konnte. Wandgemälde, Arbeiter laden Getreide auf ein Boot. Ganz schön kaputt das Bild. Ein Windhund, ein ägyptischer. Hatte man den inneren Hafen von Alexandria erreicht, wurde das Getreide unter Aufsicht eines zuständigen Beamten ausgeladen. Die Ladung wurde auf den Märkten von Alexandria verteilt. Was übrig blieb, wurde entweder eingelagert oder exportiert. Modell einer Kornkammer mit Schreiber und Aufseher. Oha. Lager für Getreide fanden sich überall in Ägypten.
Tempel und öffentliche Institutionen hatten große Silos, Privathaushalte verfügten über Vorratsschuppen. In manchen Häusern baute man zusätzlich Kellergewölbe im Fundament ein. In diese wasserdichten Kammern gelangten die Bewohner durch eine Falltür im Boden. Die königlichen Getreidespeicher dienten als Lager- und Verteilungszentren. Dort wurden auch Gehälter für Beamte, Soldaten und Polizisten ausgezahlt. Obwohl von innen verputzt, waren die Speicher nicht hermetisch abgeschlossen. So drohte stets die Gefahr von Mäuseplagen. Modell einer Kornkammer mit Schreiber. Mittleres Reich. Ja, Mäuse. Die will man nicht im Getreidespeicher haben. War das Getreide bereit zur Weiterverarbeitung, füllte man es in Schalen und stampfte es zu grobem Mehl. Anschließend wurde das Mehl gesiebt, um eine feinere Qualität zu erhalten, und nochmals zwischen Steinen zerrieben. Die alten Ägypter legten keine Mehlvorräte an. Stattdessen verarbeitete man bei Bedarf immer wieder frisches Getreide zu Mehl. Ja, warum auch nicht? Getreide sieben, Grabmal des Rachmirs. Ah ja. Die Siebe der alten Ägypter konnten keine feinen Partikel herausfiltern. Infolgedessen finden sich durch den permanenten Abrieb quer durch alle Gesellschaftsschichten Zahnschäden. Okay. Modell eines Siebs, gefunden unter dem Fundament des Tempels der Hatschepsut. Neues Reich. Ja, okay, eins schaffen wir noch. Lass mich mal kurz gucken. Huch. Könnten das hier hinten machen. Das machen wir auch. Ich gehe direkt hier hin. Obwohl, Moment, ich muss mal eben was gucken. Warte mal. Was ist das für eins? Das ist der mit. Ist so einer? Das wäre so einer. Nee, das will ich ja noch nicht. Ich will jetzt erst die hier machen. Warte mal. Das heißt, das Quatsch. Den machen wir später. Hier. Machen wir hier weiter. Die machen wir später. Was hat er für einen? Ah, okay, auch so ein Kamel. Sechs Minuten, das passt. Erfahre mehr über die Produktionsschritte beim Brauen von Bier und bei der Brotherstellung sowie deren Bedeutung im Leben der alten Ägypter. Willkommen bei Brot und Bier. Während die Mesopotamier als Erfinder des Biers gelten, mitsamt Strohhalm wegen der Sedimente und Gewürze, haben die alten Ägypter das Brauen perfektioniert. Die Qualität des ägyptischen Biers bemaß sich nach Alkoholgehalt, Farbe und Geschmack. In der Ära der Pharaonen war Bier das häufigste und wichtigste alkoholische Getränk. Staat und Tempel nutzten es neben Brot als Zahlungsmittel für Arbeiter und es stand auf der Liste der Opfernahrungsmittel für Götter und Verstorbene. Ist ja bekannt, dass Götter immer Bier getrunken haben. Stele mit Darstellung eines syrischen Söldners, der Bier durch einen Strohhalm trinkt. 14. Jahrhundert.
Zeremonien und Festen war Bea äußerst beliebt. Das Fest der Trunkenheit war ihm sogar gewidmet. Als durchaus nährstoffreich angesehen, spielte Bier auch eine bedeutende Rolle im Alltag der alten Ägypter. Ägyptische Erwachsene und Kinder tranken Bier zu jeder Mahlzeit. Texte belegen, dass hunderte von Arzneirezepturen Bier enthielten. Es blieb bis zum Zeitalter der Römer das beliebteste alkoholische Getränk. Also ich trinke überhaupt kein Bier. Kaum beim Festmahl. Naja. Die Rezepturen veränderten sich mit der Zeit, auch abhängig von der Qualität der Zutaten. Bäcker und Brauer arbeiteten üblicherweise im Verbund, also im selben Gebäude. Viele Familien produzierten eine Menge, die dem Eigenbedarf entsprach. Höherwertige Biere wurden für Feste und andere besondere Gelegenheiten produziert. Hauptzutat bei den meisten Grundrezepten war gemalztes Getreide. Auch Früchte wie Datteln sowie Honig und Gewürze wurden zugesetzt. Modell von Bäckerei und Brauerei aus dem Grab des Mikitre, ca. 1981 bis 1975 vor unserer Zeit. Hier laufen auch ganz viele Ratten. Nach dem Backen wurde Brot in das Gebräu gebröselt, um den Fermentierungsprozess einzuleiten. Durch die Enzyme des Korns wurde Stärke in Zucker umgewandelt, zu einer zähflüssigen Maische. Ah ja, Modell von Bäckerei und Brauerei aus dem Grabmal. Die Mischung aus Brot und Getreide wurde dann komprimiert und schließlich durch ein Sieb mit Wasser in die Malzbiermischung gefiltert. Nach dem Fermentieren wurde die Biermaische in große Behälter gefüllt und mit Füßen oder Stößeln erneut komprimiert. Modell eines Siebs. Das hatten wir vor grad schon mal, dieses Sieb. Das fertige Bier wurde in Keramikkrügen gelagert, die mit Ton versiegelt wurden. Es war wahrscheinlich nicht lange haltbar und dürfte ziemlich zähflüssig gewesen sein. Viel Abfall wurde nicht produziert. Übriges Getreide wurde für Sauerteigbrot oder die nächste Charge Bier verwendet. Blau bemalter Krug. Amarna-Zeit. Kann auch im Museum in New York sich anschauen. Während es an zeitgenössischen Beschreibungen des Brotbackens nicht mangelt, beziehen wir unser Wissen über die Braukunst aus einem Bericht des Alchemisten Zosimus, geschrieben über 300 Jahre nach Kleopatras Herrschaft. Vor nicht allzu langer Zeit verwies Dr. Delwyn Samuel, eine Archäobotanikerin, auf alternative Bierbrautechniken. Allerdings ist es Experten bislang nicht gelungen, ein in diesem Sinne authentisches Bier zu brauen, da weder Techniken noch Inhaltsstoffe bekannt sind. Brot. Circa 1479 bis 1458 vor unserer Zeit. Das ist aber bestimmt nicht mehr gut. Nahrung wurde bis zum Mittleren Reich auf dem Boden zubereitet. Dann gab es Kochbänke. Mit dem Aufkommen des Hartweizens wurde das Brot besser, was auch bedeutet, dass Ober- und Mittelklasse besser aßen. Die Armen mussten weiter mit einer Schleimsuppe aus Gemüse, weichem Brot oder Gerste vorlieb nehmen. Brotbacken, altes Reich. Teig wurde per Hand oder Fuß geknetet. Dann wurden weitere Zutaten wie Früchte, Nüsse, Honig und Gewürze beigegeben. Damit das Brot aufging, wurde Sauerteig oder Hefe aus dem Brauprozess hinzugefügt. Öfen waren rund oder hatten die Form eines Bienenkorbs und waren aus Ton oder Ziegeln. Gab es keinen Ofen, wurde der heiße Sand genutzt, um Fladenbrote zu backen. Das tun manche Berber bis heute. Modell von Bäckerei und Brauerei aus dem Grab des Meketre,
1981 bis 1975. Das hatten wir schon zum dritten Mal. Also die Überschrift. Hinter den Kulissen, hey! Die alten Ägypter hatten ständig mit den omnipräsenten Sandkörnern in der Luft zu kämpfen. Trotz aller Bemühungen fand der Sand oft einen Weg ins Essen. Hinzu kamen Partikel von den Steinen der Getreidemühlen und der Öfen, was auf Dauer für entsprechende Zahnprobleme sorgte. Das Team zollte diesem Aspekt mit Zahnschmerzen, Animationen und dem Abschütteln von Sand Tribut. Im Ernst? Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir nie aufgefallen. Zubereitung einer Mahlzeit, ja. Okay. Gut. Ja. So, hatten wir. Die alten Ägypter hatten ständig mit den omnipräsenten Sandkörnern in der Luft zu kämpfen. Das hatten wir. Trotz aller Bemühungen fand der Sand oft einen Weg ins Essen. Gut, ist abgeschlossen. So. Weil ich würde mal sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich werde. Was nehmen wir dann? Beim nächsten Mal nehmen wir. Die ägyptische Frau, so. So kamen Partikel von den Steinen der Getreidemühlen und der Öfen. Ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Das Team zollte diesem Aspekt mit Zahnschmerzen, Animationen und dem Abschütteln von Sand Tribut. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn wir mehr über das alte Ägypten lernen oder erfahren. Erstmal bis dann und ciao.